Hallo und herzlich willkommen beim Videotutorial zur Mitarbeit in der Wikipedia. In dieser Folge geht es um einfache Formatierungen wie fette oder kursive Schrift und interne Links. Zum Üben kannst du dir in deinem Benutzerbereich eine Artikelwerkstatt einrichten, die du als Spielwiese benutzt und in der du alle Formatierungen ungestört ausprobieren kannst. Später kannst du in deinem Benutzerbereich auch eigene Artikel in Ruhe entwickeln. Artikel werden mit speziellen Zeichenfolgen formatiert. Du musst aber nicht alle Zeichenfolgen auswendig kennen, denn die wichtigsten Auszeichnungen kannst du mit den Schaltflächen oberhalb des Eingabefeldes einfügen. Um ein Wort fett darzustellen, markiere es einfach mit der Maus und drücke die F-Schaltfläche. Wie du siehst, werden dadurch drei einfache Anführungszeichen vor und hinter dem Wort eingefügt. Das ist die Zeichenfolge für Fettdruck. Öffne die Vorschau, um die Formatierung zu kontrollieren. Du musst übrigens nicht die Schaltfläche benutzen, sondern kannst die drei einfachen Anführungszeichen auch über die Tastatur eingeben. Genauso kannst du auch ein Wort kursiv schreiben. Markiere einfach das Wort und drücke die K-Schaltfläche. Wie du siehst, werden jetzt zwei einfache Anführungszeichen vor und hinter dem Wort eingefügt. Rein optisch lässt sich das leicht mit einem doppelten Anführungszeichen verwechseln, aber wenn du den Text bearbeitest oder über die Vorschau kontrollierst, siehst du sofort den Unterschied. Ganz ähnlich kannst du auch einen Link einfügen. Markiere einfach das Wort oder die Passage, die du verlinken willst, und drücke die Linkschaltfläche mit der Kette. Es erscheint ein Dialogfeld mit zwei Eingabefeldern. In das eine Eingabefeld kannst du die Zielseite oder die externe URL eintragen. Im anderen wird der anzuzeigende Linktext eingeblendet. Da wir ein Wort markiert hatten, als wir die Schaltfläche aufgerufen haben, wurde dieses Wort automatisch in beide Felder eingefügt. Klickst du auf Link einfügen, wird das Wort mit zweieckigen Klammern versehen. Mit der Vorschau kannst du die Verlinkung überprüfen. Um einen anderen Text als den Namen des verlinkten Artikels anzuzeigen, fügt man einfach einen senkrechten Strich nach dem Artikel ein und schreibt dann den anzuzeigenden Text. Mit der Vorschau kannst du wieder die Verlinkung überprüfen. Wenn du auf eine Seite verlinkst, die es in Wikipedia noch nicht gibt, wird dieser Link in Rot angezeigt. Das ist in Ordnung. Jemand anders wird die Seite irgendwann anlegen. Mit der Vorschau kannst du überprüfen, ob du den richtigen Link gesetzt hast. Noch ein Hinweis zum Schluss. Kommt ein Begriff mehrfach im Dokument vor, musst du ihn nur beim ersten Auftreten verlinken. Fassen wir noch einmal zusammen. Formatierungen werden in Wikipedia über bestimmte Zeichenfolgen dargestellt. Fettdruck entsteht durch drei einfache Anführungszeichen. Kursivschrift durch zwei einfache Anführungszeichen. Und Links werden einfach durch zweieckige Klammern erzeugt. Mit einem senkrechten Strich kann man einen anderen Linktext eintragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.